Der Club marschiert und wie auch Heidenheim konnte die Erfolgsserie der Nürnberger nicht stoppen. Fünfter Dreier in Folge für die Franken. Das gab zuletzt 2009, damals als Michael Oenning Nürnbergs Trainer war. Der heutige Erfolgscoach ist René Weiler. Freundliche Begrüßung vor Beginn mit dem Kollegen Frank Schmidt, der mit seiner Mannschaft ja gerade ins Pokal-Viertelfinale eingezogen ist. Also beide Mannschaften waren ja unter der Woche beschäftigt im Pokal. Davon war aber eigentlich gar nichts zu sehen. Das ging ziemlich munter los in Heidenheim. Achte Minute. Freistoß für die Gastgeber, Marc Schnatterer. Guter Kopfball von Grimaldi. Da fehlt nur Zentimeter an der durchaus möglichen frühen Führung für Heidenheim. Trainer Frank Schmidt musste den gesperrten Philipp ersetzen. Für ihn verteidigte hinten rechts Robert Strauß. Die Nürnberger zunächst mal ziemlich dezent mit Abwehrarbeit beschäftigt, wurden dann zum ersten Mal per Standardsituation gefährlich. Der Experte auf Clubseite für solche Situationen, Niklas Füllkrug. Und da ist Burgstaller, 1-0 für Nürnberg. Das ist der Torjäger Burgstaller, der Österreicher, zum 9. Mal erfolgreich in dieser Saison. Aber da war Heidenheims Abwehr auch schlecht sortiert. Burgstaller steht da komplett frei. Null Chance für Heidenheims Torwart Zimmermann. Burgstaller also zuverlässiger Torschütze bei den Nürnbergern. Auf der anderen Seite ist ja der gefährlichste Mann Marc Schnatterer. Und der kam hier zum Zuge. Schnatterer. Aber der Routinier im Nürnberger Kasten ist zurzeit richtig gut drauf. Raphael Schäfer. Seitdem er in der Kiste steht, geht's deutlich aufwärts mit dem Club. Weiter Heidenheim. Wieder Schnatterer und wieder Schäfer. Diesmal hat er ein paar Probleme. Aber kein Vorwurf an ihn. Dieses Ding hat er ganz spät gesehen. Außerdem blendete die Sonne so ein bisschen.